Am 22. Mai fand die erste öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses statt. Und wir waren für euch dabei. Und warum? Weil wir Piraten erzählen. Noch vor der ersten Sitzung haben die Piraten Anke und Daniel Domscheit-Berg Edward Snowden aus der russischen Botschaft abgeholt und die mit einer Limousine ins Regierungsviertel gefahren. Dort wurde Edward Snowden von Aktivisten empfangen und hat dort nochmal seine Statements zur Überwachungsaffäre zum Besten gegeben. In der Sitzung wurden drei unserer bedeutendsten Verfassungsrichter eingeladen, darunter Hans-Jürgen Papier, bis 2010 Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts. Er prägte das Urteil zum großen Lauschangriff, das als verfassungswidrig eingestuft wurde. Die Kommunikation zwischen Familienangehörigen darf nur dann abgehört werden, wenn erhebliche Gefahren drohen. Damals wie heute wurden Daten gespeichert, ohne diesen Hinweis auf Gefahren und pauschal. Der zweite Gast, der eingeladen wurde, war ebenfalls Bundesverfassungsrichter, Wolfgang Hoffmann-Riem. Dieser beteiligte sich an verschiedenen Verfahren. Online-Durchsuchung, Rasterverhandlung, aber auch der große Lauschangriff. Der dritte Sachverständige im Bunde ist Matthias Becker. Er ist seit 2008 Juniorprofessor an der Universität Mannheim und Fachmann für Verfassungsrecht. Er hat sich im Jahr 2010 gegen Netzsperren ausgesprochen. Zu Beginn gaben alle drei Sachverständige eine Stellungnahme ab, in der sie zu dem Schluss kamen, dass eine flächendeckende, anlasslose Überwachung nicht durchs Grundgesetz geschützt ist. Und man im deutschen Recht auch nicht zwischen Speicherung und Nutzung unterscheidet. In den USA wird es nicht unterschieden. Unser eigener Geheimdienst, also der Bundesnachrichtendienst, unterliegt solchen Gesetzen weltweit. Da wir diese Unterscheidung nicht treffen, gilt auch deutsches Recht im Ausland. Das heißt wiederum, dass all diejenigen Informationen, die von diesem Nachrichtendienst erhoben werden, durch rechtswidrige Mittel als Beweis in unserem eigenen Land gar nicht gelten, also gar nicht genutzt werden dürfen. Wenn wir also Informationen von ausländischen Diensten nutzen, müssen die gesetzeskonform gewonnen werden. Und zwar gesetzeskonform nach deutschem Recht. Wie also geht unser Nachrichtendienst mit einer Information um, von der er weiß, dass sie rechtswidrig erhoben wurde, die aber für ihn von höchstem Wert ist, zum Beispiel zur Gefahrenabwehr? Der Vorsitzende Patrick Sensburg hatte an der Stelle ein pragmatisches Beispiel. Wie verfahren, wenn man Informationen für einen geplanten Bombenanschlag auf eine Berliner S-Bahn bekommt? Er war der Meinung, dass man natürlich illegal erworbenes Material verwenden darf. Die Professoren taten sich mit einer solchen Einschätzung schwer, denn für sie galt, dass nur bei erheblicher Gefahr und im Rahmen einer einmaligen Aktion eine solche Rechtsauslegung gerechtfertigt sein kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass eins klar wurde. Es gibt Lösungsvorschläge und die Professoren haben auch konkrete Lösungsvorschläge gemacht. Wir haben hier drei prägnante und für uns wichtige zusammengefasst. Erstens. Damit die Sicherheit der Kommunikationsinfrastruktur nicht beschnitten werden kann, muss diese Sicherheit im Grundgesetz festgehalten werden. Zweitens. Die Gesetze, die die Abhörbefugnisse der Geheimdienste in unserem Land regeln, müssen verfassungskonform sein. Drittens. Und das ist wirklich faustdick hinter den Ohren. Schlussfolgert Becker, dass der BND denkt, im Ausland nicht dem Grundgesetz zu unterliegen. Und deshalb dort erhebt, sammelt und weitergibt, was ihm in die Hände kommt. Nur, solange dagegen niemand klagt, kann das auch nicht juristisch geprüft werden. Wieso klagt da niemand gegen? Nun, es weiß niemand davon. Es ist ein Geheimdienst.